Ich kenne natürlich jetzt nicht die Hintergründe, aber dass so eine Situation oder dass so eine Entscheidung gibt, 2 Tage vor dem ersten Spiel der Mannschaft, das ist natürlich schon auch ja, ein Hammer. Da gibt es sicherlich natürlich auch unnötige Unruhe innerhalb des Verbandes und wahrscheinlich auch innerhalb der Mannschaft. Die Spanier sind grundsätzlich, wenn man von einer eingespielten Mannschaft reden kann, mit einer über viele, viele Jahre gewachsener Philosophie, dann sind es mit Sicherheit die Spanier, weil diese beiden Mannschaften, Barcelona und Real, die die Nationalmannschaft ja auch stark prägen, die kennen sich mittlerweile über viele, viele Jahre hinweg sehr, sehr gut. Und ich denke, dass die Spanier höchstwahrscheinlich nichts von ihrer spielerischen Stärke und ihrer Klasse verlieren.